Hola aus Barcelona, ich bin hier auf dem MWC, dem Mobile World Congress, und das ist die größte europäische Mobilfunkmesse. Und ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, einen ersten Blick auf das Xiaomi-Auto zu werfen, aber das ist tatsächlich nicht das einzige Highlight hier. Nicht nur Xiaomi hatte am Sonntag ein Launch-Event, sondern auch Honor. Und die haben ihr neues Flagship-Smartphone vorgestellt, das Honor Magic 6 Pro. Und allein schon von der Optik gefällt mir das richtig gut. Besonders in diesem grünen Colorway, der da hinten auf dem Kameramodul noch so ein Marmormuster oder sowas ähnliches. Aber auch die Specs sprechen natürlich für sich. Snapdragon 8 Gen 3, ein 6,8 Zoll großes LTPO OLED-Display, genügend Speicher und ein 5600 mAh großer Akku. Und der Akku hat eine eigene Technik, woran Honor arbeitet, und hat dadurch eine höhere Energiedichte. Mit 80 Watt kann per Kabel geladen werden und mit 66 Watt kabellos. Wenn man jetzt denkt, ey, das ist ja richtig schnell, das ist langsamer als bei dem Vorgänger, wo sogar 100 Watt Wireless Charging möglich war. Ich wundere mich, warum man da einen Schritt zurückgeht. Die eigentlichen zwei Highlights sind dabei aber die Kamera, denn wir bekommen hier 250 Megapixel Sensoren für die normale und für die Ultraweitwinkelkamera, aber noch eine Periskopkamera mit einem fünffach optischen Zoom und einem 180 Megapixel Sensor. Die nehmen ihren Zoom auf jeden Fall wirklich ernst. Auf der Seite gibt es jetzt die die Magic Capsule. Das ist Honors Interpretation von Apples Dynamic Island. Das heißt, dass hier die Frontkameras drin sitzen und dass das quasi deren Notch ist. Das ist aber nicht nur eine Notch, sondern es gibt auch ein paar Animationen. Beim Timer zum Beispiel sieht man, wie man, wenn man die App schließt, dass der Timer da oben reinrutscht. Das ist alles ganz nett animiert. Kennt man auch schon so von iOS. Das eigentliche Highlight darin ist aber das Eye-Tracking. Das ist noch nicht beim Start raus und wird erstmal in der Beta veröffentlicht. Funktioniert aber schon im ersten Testen überraschend gut. Als Beispiel wurde ebenfalls zum Beispiel der Timer genannt, wenn man den gestellt hat und der sich dann in der Magic Capsule eben öffnet, dann kann man mit seinen Augen den schließen. Das sieht man in dem Fall an diesem kleinen Cursor, der da erscheint. Das hat bei mir mit dunkleren Augen wohl besser funktioniert als zum Beispiel bei Timo von Inside Digital mit etwas helleren Augen. Interessant, wie die Technik da funktioniert, aber es hat bei mir sofort funktioniert und das ist dann schon echt ziemlich nice und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass wir das in Zukunft auch bei anderen Herstellern sehen werden. Gerade zum Beispiel bei Apple, die haben mit Face ID natürlich schon die entsprechende Technik da sowieso mit an Bord. Es ist aber nicht das einzige AI-Feature, es gibt noch das Magic Portal. Schöner Name, was dann einfach ja so eine Art Schnellverbindung zwischen Apps ist. Ich kann zum Beispiel ein Foto von einem Honor-Gerät, was ich bei WhatsApp bekommen habe, nach rechts oder links drücken, dann öffnen sich da halt die vorgeschlagenen Apps und ich kann zum Beispiel bei eBay direkt danach suchen. In Zukunft sind da sicherlich auch andere Apps mit kompatibel. Das ermöglicht natürlich, dass man so ein, zwei Zwischenschritte auslassen kann und ist auf jeden Fall ein smartes Feature. Apropos AI. Über hier auf dem MWC ist AI einfach das Thema. Es ist ja auch aktuell das Thema der Stunde, spätestens seit dem letzten Jahr. Wir hören natürlich schon in den letzten Jahren immer mehr davon und das vor allen Dingen bei Samsung. Und Samsung hat was vorgestellt, was sie so noch nie gemacht haben, und zwar den Samsung Galaxy Ring, den sie ausgestellt, aber noch nicht vorgestellt haben. Der wurde also jetzt quasi angeteasert in den Farben Schwarz, Silber und auch Gold. Und der soll so Fitnessfunktionen wie auch die Galaxy Watch haben. Das heißt, dass man damit seinen Schlaf tracken kann, vielleicht seinen Sport tracken kann und generell Puls messen, Blutsauerstoffsättigung messen und so weiter. Das kennen wir alles von den Uhren. Es wird aber gespannt, ob es noch einen weiteren Mehrwert gibt und was dann wirklich die große Funktion des Rings ist, außer Health Tracking. Ob so Lifestyle-Funktionen hinzukommen, wie zum Beispiel kontaktloses Bezahlen, wurde mir so gesagt, dass das wohl kommen könnte. Es wird natürlich auch Sinn machen. Mir wurde gesagt, er könnte in der zweiten Jahreshälfte erscheinen. Das klingt realistisch. Dann steht auch vielleicht schon die IFA an. Von daher bin ich sehr gespannt und bin auch mal auf eure Kommentare gespannt. Würde euch so einen Ring überhaupt interessieren? Ich glaube, Samsung ist er noch dann der größte Mitbewerber einfach. Es gibt hier und da Ultra Human, es gibt den Aura Ring und so weiter, aber die haben jetzt natürlich nicht alle so ein Standing wie Samsung. Bevor ich weitermachen kann, muss ich mir, glaube ich, echt mal was zu essen holen und einen Kaffee holen oder so, um meine Batterien aufzuladen. Und das ist ein ganz guter Übergang zu unserem heutigen Sponsor. USB-C-Laden ist ja schon ziemlich gut. Kabelloses Laden ist noch besser und magnetisches kabelloses Laden ist wohl das Beste auf dem Markt. Die neue Anker Mac Go Wireless Ladestation bietet nicht nur 15 Watt schnelles Laden und lädt damit genauso schnell wie das Apple Original und doppelt so schnell wie diese alten Charger, die eigentlich keiner mehr so haben will. Es ist tatsächlich auch eine faltbare Ladestation und die ist ziemlich portabel. Die wiegt gerade mal so viel wie ein iPhone 15 Plus und dafür bekommt man nicht nur die Möglichkeit, sein Handy kabellos magnetisch zu laden,
sondern auch weiteres Zubehör, wie zum Beispiel eine Apple Watch und auch seine Kopfhörer oder was anderes Qi-Ladefähiges. Damit ist sie natürlich ideal für unterwegs, gerade wenn man zum Beispiel seine Apple Watch aufladen möchte. Schließlich lädt sie mit dem zertifizierten Fast Charging Standard eine Apple Watch Series 9 in 30 Minuten schon auf 47% auf. Dabei unterstützt sie auch den neuen Qi 2 Standard und ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Das ist noch nicht genügend Power. Die neue Anker Mac Go Powerbank setzt auf eine riesige Kapazität von 10.000 mAh und lädt damit ein brandneues iPhone 15 gleich zweimal auf. Das ist neuer Standard für MagSafe Powerbanks, allein schon aufgrund der Kapazität, aber vor allen Dingen auch wegen der Schnelligkeit. Denn die Powerbank lädt so schnell wie das Apple Original und doppelt so schnell wie handelsübliche Powerbanks. Auch wenn die Powerbank ein bisschen größer ist, kann man das Handy problemlos noch einhändig benutzen oder, das ist mein Favorit, mit dem integrierten Ständer das auch ganz ohne seine Hände benutzen. Da kann man dann einfach sein Lieblings-YouTube-Video schauen und muss sich natürlich auch nicht um den Akku sorgen. Apropos Akku, da der so groß ist, kann man schon mal ein bisschen die Übersicht verlieren und deswegen gibt es hier an der Seite ein kleines Display, das mir die restliche Akkukapazität der Powerbank anzeigt. Alle Links zu den neuen Anker Mac Go Produkten und einen exklusiven 15% Rabattgutschein findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und an dieser Stelle vielen Dank an Anker für das Sponsoring dieses Videos. Dann war ich noch bei TCL und die haben das neue TCL NexPaper 14 Pro vorgestellt und das ist in erster Linie erstmal ein grundsolides Android-Tablet mit einem MediaTek Dimensity Prozessor mit einem 14 Zoll großen Display und einem 12.000 mAh großen Akku, aber die Besonderheit, die liegt schon im Namen und zwar NextVision. Das ist NextVision in der dritten Generation und das Display ist ein ganz besonderes, denn es hat deutlich weniger Reflexion im Vergleich zu einem normalen LC-Display. Gerade wenn man in diesen NextPaper-Modus reingeht mit der Pro-Version, dann sieht das richtig krass aus. Es sieht aus wie so ein E-Ink-Display fast schon, aber es ist kein E-Ink-Display und es ist vor allen Dingen deutlich reaktionsschneller als ein E-Ink-Display, was mich bei dem Huawei MatePad Paper damals zum Beispiel echt ein bisschen genervt hat. Dieses Display hat einfach eine deutlich geringere Blaulichtemission. Das ist eben nicht ganz so anstrengend für eure Augen, wenn ihr da vor allen Dingen abends vorm Schlafengehen drauf schaut. Kann man natürlich auch ein bisschen günstiger haben, gibt es da zum Beispiel auch schon fürs Smartphone, dass man so matte Folien drauf macht, ist natürlich nicht ganz das gleiche, aber sieht in erster Linie auf jeden Fall cool aus und ich bin gespannt, ob davon noch mehr kommt. Den Vogel abgeschossen haben aber vor allen Dingen Lenovo und Motorola. Die gehören ja zusammen und Lenovo hat ein neues Konzept vorgestellt und zwar ein transparentes Notebook, also ein Laptop mit einem durchsichtigen Bildschirm. Und das sieht erstaunlich interessant aus, das sieht richtig gut aus fast schon, was in Sachen Privatsphäre natürlich schwierig ist, wenn man da gerade vielleicht sein Online-Banking drin macht oder so, aber sie wollten, glaube ich, einfach mal ausprobieren, was denn da möglich ist. Man arbeitet hier eben mit Mikro-LEDs und nicht mit klassischen LCDs, was aber auch dazu führt, dass helle Bildschirminhalte eben auch sehr hell dargestellt werden und ich glaube, wie ich es richtig gehört habe, kann man die Helligkeit da aktuell noch nicht reduzieren. Es ist ja auch nur ein Konzept. Neben der Helligkeit ist vor allen Dingen die Auflösung ein Problem. Es sind aktuell nur 720p möglich, aber es ist nicht nur das Display durchsichtig, sondern theoretisch auch die Tastatur ist, also keine physische Tastatur, sondern einfach ein Bildschirm, ja, wo dann eine virtuelle Tastatur quasi drauf ist. Man kann es aber auch als Zeichenpad benutzen. Ist schon eine coole Idee, aber mindestens genauso cool ist das flexible Smartphone von Motorola. Die haben einfach so ein komplett faltbares und biegbares Handy gebaut, was mich schon fast an diese Schnapparmbänder von früher erinnert. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Die Frau, die das da vorgeführt hatte, die hatte da so ein spezielles Armband dran, wo dann eine Halterung dran ist. Ich weiß nicht, ob es magnetisch war oder irgendein Mechanismus, dass es darauf liegt und dann konnte man es so um den Arm drum biegen. Das zeigt natürlich, was da grundsätzlich mit so einem Display alles möglich ist. Ich habe mich dann aber trotzdem gefragt, wofür braucht man das jetzt? Gerade in der Größe braucht man es sicherlich nicht für eine Smartwatch. Irgendwann mal in der Zukunft ist es vielleicht eine interessante Option. Es sieht auf jeden Fall spektakulärer aus, als es dann vielleicht nützlich ist. Das schieben wir mal eben rein, weil ich bin gerade über das Tecno Phantom Ultimate gestoßen. Habe ich noch gar nichts von gehört. Und das ist einfach auch ein Roll-Display in einem Smartphone. Das kennt ihr vielleicht schon als langjähriger Abonnent von dem Oppo Find X 2021 war es, glaube ich. Und das hat Tecno jetzt mehr oder weniger kopiert, muss man sagen. Es ist nämlich ebenfalls nur ein Konzept, was ihr hier seht. Und es hat soweit gut funktioniert, muss ich sagen. Also der Rollmechanismus kann zweierlei ausgelöst werden. Entweder über den Knopf oder halt mit Wischen. Und man muss auch sagen, man hat eine Verarbeitung gemerkt, dass an der Stelle ist es, kann man es leicht eindrücken. Das habe ich ausprobiert. Aber interessant, dass mal wieder ein anderer Hersteller das versucht. Ich dachte, das hätten sie komplett aufgegeben. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich mich ins Hotel zurückgezogen. Denn hier ist es auch ein bisschen ruhiger und ihr könnt mich hoffentlich gut verstehen. Ich wollte noch was zum Xiaomi-Launch sagen. Der war gestern, deswegen bin ich auch hauptsächlich hier. Danke da an Xiaomi für die Einladung. Xiaomi 14 Series wurde vorgestellt, also das ist nochmal
normale 14er und das Ultra. Kein Pro dieses Jahr. Ein interessanter Schritt. Ich finde aber ein sinnvoller Schritt. Das Xiaomi 14 gefällt mir wirklich extrem gut. Das Video dazu, das habt ihr vielleicht schon gesehen als Abonnent. Falls nicht, verlinkt mir das natürlich in der Videobeschreibung. Das 14 Ultra sieht auch sehr spannend aus. Optisch erinnert es natürlich stark an den Vorgänger. Aber die Kamera ist jetzt wohl nochmal ein neues Level. Inklusive der Sumilux-Objektive. 4 Stück in der Zahl. 2 Telekameras, Periskopkamera. Und beide können auch als Makrokamera genutzt werden. Das wird richtig spannend. Da muss man sich aber noch beweisen, denn ich finde, nicht alles an dem Xiaomi 14 Ultra ist wirklich Ultra. Das war es aber noch nicht. Es gab natürlich noch ein Xiaomi Pad 6S Pro. Das wurde im Vorhinein schon vermutet. Das hat jetzt eine 12,4 Zoll Diagonale, 144 Hertz Display, so wie wir es vom Xiaomi Pad 6 schon kennen, und den Snapdragon 8 Gen 2 drin. Neues Zubehör gibt es dann ebenfalls. Finde ich persönlich nicht, dass das hätte sein müssen, zumindest nicht bei dem Stift. Aber gut, die Tastatur, die passt natürlich sonst einfach nicht. Was es vor allen Dingen hat, ist das schnellste Laden in einem Tablet bisher überhaupt auf dem Markt. 120 Watt Laden für den 10.000 mAh Akku, das ist eine ganze Menge, so dass das Tablet in, ich glaube, 35, 37 Minuten komplett aufgeladen sein soll. Wearables gab es auch, also 3 neue Smartwatches an der Zahl, die Xiaomi Watch S3 mit HyperOS und einer austauschbaren Lunette, die Xiaomi Watch 2, die günstigere Version zur Xiaomi Watch 2 Pro mit Wear OS für gerade mal 199 € und mit einem guten Prozessor, und auch das Xiaomi Smart Band 8 Pro, was ich hier schon anhabe und seit ein paar Tagen für euch teste. Um das Testvideo zu dem Band nicht zu verpassen, solltet ihr den Kanal abonnieren. Das Highlight der Messe war aber definitiv das Auto. Das war auch das erste, wo ich direkt heute Morgen hingegangen bin. Der Xiaomi SU7 Max, der steht da auf dem Stand. Lei Jun, der Xiaomi CEO, kümmert sich nur noch um die Autos und hat große Pläne. Er möchte in den nächsten 5 oder 10 Jahren zu den Top-Auto-Herstellern weltweit gehören. Und das ist auf jeden Fall eine mutige Ansage, obwohl man sagen muss, der Xiaomi SU7 Max allein von dem Datenblatt her scheint er zu liefern. Wir haben einen ganz eigen entwickelten Motor, der mega viel Leistung hat. Der schafft es, das Auto in gerade mal 2,78 Sekunden von 0 auf 100 zu bringen und in 33 Metern wieder von 100 auf 0, also komplett abzubremsen. Dabei kommen sogar deutsche Bremsen zum Einsatz. Der hat 27.000 Umdrehungen. Es gibt aber noch Variationen von dem Motor. Der Akku wurde ebenfalls eigens entwickelt bzw. mit einer eigenen Technologie und soll eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern ermöglichen. Dazu kommt dann das Design, was wirklich ein sportliches Design ist. Viele sagen, der erinnert dann einen vielleicht an einen Taycan oder so, würde ich sagen. So eine Mischung aus Porsche und Tesla, sagen viele. Kann ich auf jeden Fall sehen. Bisher gibt es das nur in dem Blau. Das wäre jetzt nicht so ganz meine Farbe, fällt aber ja natürlich auf. Ist aber sehr schön aerodynamisch, wie ich finde. Ein ganz, ganz sportliches Auto, was aber trotzdem Platz hat. Sogar mit einem riesen Kofferraum vorne und in der Ausführung mit 2 Motoren. Smart ist das Ganze natürlich auch. Laut Pressemitteilung sind da irgendwie, keine Ahnung, wie viele Sensoren drin. LiDAR-Sensor ist da drin. 11 Kameras, hochauflösend natürlich. Wir haben Millimeterwellenradar, wir haben Ultraschall und alles Mögliche, damit das Auto wohl auch autonom fahren kann. Da wollten sie jetzt noch nicht so viel von reden auf dem Stand. Wovon sie aber geredet haben, ist natürlich HyperOS. Das kommt nicht nur in den Smartphones zum Einsatz, sondern eben auch bei dem Auto. Und wird da auf einem 16 und 17 Zoll großen Display auf dem Armaturenbrett dargestellt. Und es gibt noch ein 56 Zoll großes HUD-Display, also ein Heads-Up-Display. Richtig gespannt. Man durfte leider nicht in das Auto rein. Keiner durfte in das Auto rein. Ich habe mehrmals gefragt. Ich habe alles versucht für euch, Leute. Ging leider nicht. Die haben viel damit vor. Man munkelt, dass es vielleicht 2026 kommen soll. Der Preis ist natürlich noch nicht bekannt. Auch nicht, ob es überhaupt kommt. Oh, aber so wie ich gehört habe, soll der deutsche Markt da priorisiert werden. Aber mal schauen. Wir wissen offiziell noch nichts, halten euch diesbezüglich aber auf dem Laufenden. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mit so einem Xiaomi-Auto fahren würdet, ob ihr euch das zulegen würdet. Das würde mich mal interessieren. Das war definitiv das Highlight des MWCs, obwohl es echt ein paar coole andere Sachen gab. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, dass ich euch ein bisschen mitgenommen habe. Und wenn euch solche Videos gefallen, lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Lasst ein Abo da. Wir verlinken hier nochmal den Xiaomi 14 Testbericht, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Das war's von mir und ich hole mir jetzt was zu essen. Tschüss!